Aber zumindest hauen sie einen Pulltimer rein, ne? Also da kannst du nichts sagen. Scheiße, ich habe jetzt nicht geguckt, was für Affixe sind, ne? Aber es ist wahrscheinlich, also das haben wir verstärkt, das ist Trash-Buff. Dann haben wir Platzend und okay, Volcanic ist eigentlich das Einfachste, was du haben kannst. Volcanic ist absolut free eigentlich. Hast du die Säurespuckermade hier, die legt los. Okay, der hat jetzt hier einmal. Warte mal, wo. Hat der Heiler sich jetzt gerade im Melee-Ding wegscheppern lassen? Ach komm, Bro. Also Volcanic ist eigentlich einer der leichtesten Affix überhaupt, finde ich zumindest. Ja. Weil, da musst du nur rauslaufen. Hütet euch. Ich hoffe, einer von denen kickt die Mobs jetzt gleich zurück. Oh mein Gott, das kickt keiner die Mobs zurück. Ich kann die nicht tanken, ne, wenn die keiner zurückkickt. Oh. Oh weia. Ja, das ist halt. Ja, wir können halt da nicht viel machen. Ich kann auch nicht rein und die interrupten. Ja, okay, das klappt halt überhaupt nicht. Wir damagen uns halt selber tot, wenn die nicht weggenockt wird. Ich kann ihn jetzt nochmal desorientieren. Jetzt habe ich nichts mehr. Heiler ist halt. Heiler ist. Was macht denn er? Jetzt steht er halt schon wieder in der Kacke drin. Ja, wir haben halt keinen Range. Warte mal, wir haben eine reine Melee-Gruppe? Müssen hier lang. Wir haben halt tatsächlich eine reine Melee-Gruppe. Hütet euch. Das ist halt ungünstig, ist jetzt nur untertrieben, weil du hast halt für solche Kack-Mobs hast du halt niemanden. Ach fuck, ah nein, ich hätte umskillen müssen. Fuck, ich habe das jetzt voll vergessen, ne, dass ich eigentlich mein Heiltrinket anziehe. Das ist jetzt nicht gut. Ich spiele jetzt eigentlich im falschen. Hütet euch. Fuck, ich habe zu früh gedispelt. Ich spiele jetzt eigentlich mit den falschen Trades tatsächlich. Das ist jetzt nicht so geil. Naja, scheiß drauf. Wird schon irgendwie gut gehen. Aber wir haben halt eine komplette Melee-Truppe. Das ist halt jetzt eigentlich nicht ganz so geil. Also Kicks haben wir viele, ne? Aber bringt halt auch relativ wenig. Warte, jetzt wall ich mal hier. Visiert nämlich mich an. Können wir sie mal nochmal interrupten alle? Ja, das Problem ist, ich hab jetzt zu früh den hier in Ready-Check angenommen, tatsächlich. Und hab nicht mitgedacht, dass beim Trash-Ding, dass ich meine defensiven Sachen reinhaue, ne? Three, two, one. Okay, das hat ja gut geklappt. Hütet euch. Hütet euch. Also ich habe halt noch nie tatsächlich mit einer Full-Melee-Gruppe gespielt, ne? Hütet euch. Hütet Okay, er euch. bleibt halt voll drin stehen. Hütet euch. Sie machen halt. What the fuck? Wollt ihr das Spiegelbild mal töten? Hütet euch. Ignorieren es halt einfach. Hütet euch. Wird halt voll ignoriert. Ja. Die Geschichte ist halt jetzt, da rein. Wo wollen Sie hin? Ja, rein da.
Ich hätte sowohl mein Death Trink, also mein Heil Trinket anlegen müssen, als auch meine Heil Essenz, und das habe ich halt beides nicht. Und das ist halt jetzt echt. Also, es ist trotzdem machbar, ne? Aber es ist halt bei Trash Buff nicht ganz so geil, wenn man das nicht drin hat. Sagen wir es mal so. Jetzt muss ich halt irgendwie kleinere Pulls spielen oder. Warte mal, ich kann hier den noch dazu pullen. Es ist halt jetzt nicht ganz so ideal. Aber gut, wir haben viele Melees zum Kicken dabei. Volcanic ist tatsächlich für Caster nerviger als für Melees, ne? Weil Caster halt ihren Cast abbrechen müssen, theoretisch. Melees können easy rauslaufen. Das Problem ist, wenn du sehr viele Melees hast, dann sind halt die Volcanics auch ständig in Melee-Range und dann wird's halt auch nervig. Und irgendwie, will jetzt nicht gegen den Heiler hier abdingsen, aber ich weiß nicht, warum der ständig in Melee-Range rumläuft. Da setzt uns halt die Volcanics noch mehr hin, was halt teilweise echt unnötig ist. Also keine Ahnung, warum er das macht. Okay, der Heiler. Lol, der Heiler-Mana wird mir nicht angezeigt. Ach, wie ich es hasse. Ja, seht ihr, 100% wird mir angezeigt und er hat hier 7%. Seht ihr das? Ich pull halt die ganze Zeit weiter. Das ist so ein Kack. Mein Interface ist so ein buggy Shit. Seht ihr das? 100%? Hier, richtig hat er 9% Mana. So, Regen. Okay, jetzt sitzt er. Okay, er sitzt. Auf geht's. Hütet euch. Ich hoffe, dass hier nicht mehr so viele Raus-Noctussen drin sind, ne? Weil ihr habt ja gesehen, ich habe mir halt vorher gedacht, okay, warum macht das kein Range? Warum hin und her? Das hätte halt der Heiler vorhin machen müssen. Ja, weil wir. Warte mal, der Dings, jetzt tue ich den desorientieren, dann kommt kein Breath durch. Wenn du halt nur Melees hast, kann das halt keiner machen, ne? Also es muss halt einer auf diese Tusse draufcasten und die immer wieder wegnocken. Was ist das für eine? Können wir die einzeln machen? Na gut, wir können hier den Käfer dazu pullen. Naja, eigentlich kannst du auch das hier noch. Das sollte jetzt eigentlich nicht der Stress sein. Die portet sich weg. Oh, fuck, der Heiler wird ganz schön malträtiert. Habe ich den mal geroutet? Was ich da für ein Add-on nutze, ich sollte das wahrscheinlich eigentlich wissen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, Keystone Master heißt eins. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist. Oh fuck, jetzt haben wir 4 Mobs. Okay, der DH ist da voll rein. Hütet euch. Hütet euch. Lang alle rausdingsen, aber gut, wir haben auch viel Mars-Stunts und solche Geschichten. Mal da mal raus, bringen wir den nächsten hier. Ja, zwei von denen. Obwohl. Wenn die halt auf den gleichen gehen, ist halt ätzend. Bei Trash Buff mach ich es mal lieber nicht. Okay, jetzt kann ich den nächsten ran. Hütet euch. Hütet euch. Gut, ich kann da auch ein bisschen auf sie Mondfeuer draufcasten, ne? Das geht theoretisch. Was macht denn der Priester? Warum rennt denn der da rein? Er muss halt nur von Range irgendwas draufcasten, er muss da nicht reinrennen. Er ist ein Typ. Gut, der Boss sollte jetzt nicht so der Stress sein. Der Heiler hat 32% Mana.
Achso, die wollen erst Trash machen und dann, ja gut, ist mir egal. Werden jetzt hart. Sie wollen halt auf HT wahrscheinlich warten. Oh, die werden mich hart wegfisten. Sind jetzt schon kommen. Na, jetzt sehen wir mal eine Wall. Warte mal, habe ich gerade das Volcanic gefressen? Ich meine nicht. Okay, boah. 5 Stacks, ne? Ist hardcore. Die wollen wahrscheinlich jetzt so lange hier weiter, bis HT einmal ausgelaufen ist. Oh, das will ich nicht spielen, dann gehen wir lieber außen rum. Fuck, ist der Wurm getriggert? Fuck, der ist mitgetriggert. Das war jetzt echt bad. Das war richtig bad. Das ist ein Totem, aber wir müssten weit genug weg sein. Oh nein, ist der an dem Volcanic verreckt? Fuck, wir müssen da weg. Er ist an Volcanic gestorben, der Heiler. Und er released halt. Ich laufe jetzt hoch, keine Ahnung. Ja, ich werde auch sterben an dem Debuff. Ich hätte ihn halt geretzt, ne? Dann wäre es halt easy gewesen, aber jetzt müssen wir halt komplett reinlaufen. Wir haben halt 2 Retzes im Ding. Keine Ahnung, das kostet halt jetzt übelst viel Zeit. Ich weiß jetzt nicht, warum er sich nicht hatte retzen lassen. Ich hätte ihn halt instant retzen können, aber er hat halt so schnell quasi released, dass ich ihn nicht... Warte mal, hier kommt eine Putt. Ja, aber das war mein Fehler. Ich hab die Putt gepullt und der Wurm war dabei. Und das hat uns tatsächlich weggenudelt. Also, wahrscheinlich auch. Gut, der Heiler ist auch in Volcanic gestorben, aber der war ja schon low, weil wir halt von beiden Damage gekriegt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ja, das war... Ich dachte, wenn ich die da unten pull, dass ich den Wurm nicht mitadde. Aber das war halt eine Fehlentscheidung. Das war eine kolossale Fehlentscheidung. Wie viel haben wir da unten? 2 von den Dudes. Die können wir noch Mac machen. Die denn? Ja, wir können den Boss spielen. 7 Sekunden, ja. Jetzt ist auch wurscht. Die tun aber auch nichts schreiben, ne? Also da kommt überhaupt nichts, was sie spielen wollen. Der steht dann halt einfach und macht Ding, okay. Buff haben wir. Aber sie sammeln gutes Zeug ein, da kannst du nichts sagen. Jetzt habe ich blöderweise kein CD mehr. Gut, da haben sie eingesammelt, dann sammle ich die hier noch ein. Hier, da ist eins ist rausgekommen, jetzt tank ich ihn hier, keine Ahnung.
Jetzt kann man killen. Na gut, okay, der Heiler ist schon dran. Ja, der eine Vibe hat jetzt halt ein bisschen Zeit gekostet, aber es war überwiegend mein Feld, dass wir da gewiped sind. Das mit dem Wurm hätte halt nicht sein müssen. Aber gut, so ist es manchmal. Da will man dann noch schnell, komm, ich pull jetzt schon mal, ne? Und dann triggerst du was und ja, von den einen Mobs musst du eigentlich weglaufen. Ich zieh die jetzt mal schon nochmal ein Stück hier weg. Das sind nämlich zwei bitchige Mobs. Ich musste. Ja, da ist der Totem. Weg da von dem Rotz. Ja, der nächste ist ein scheiß Totem auf. Also das Totem kannst du auch töten oder du tust es halt outrangen, ne? Outrangen ist halt leichter, weil du musst halt wirklich drauf switchen. Und das ist teilweise nicht ganz so easy. Okay. Passt. Pull-Timer. Okay. Ich mache halt Timer und der. Na ja, gut. Weißt du, ich mein's gut hier. Ich mach halt Full-Programm. Ja gut, da habe ich jetzt ein bisschen wenig weggemacht. Schauen wir mal, ob ich hier alle wegkrieg. Ah fuck, die zwei bleiben halt stehen. Da hinten sind halt noch ziemlich viele. Er bleibt halt stehen, ernsthaft? Wir haben halt jetzt noch verdammt viele. Ja, das würde uns jetzt halt wipen, Bro. Wir haben halt. Ja. Keine Ahnung. Hütet euch. Ich hab halt nicht genug Ding, um den Heiler zu retzen. Hütet euch. Hütet euch. Da habe ich als Dex noch ein Löcher gesammelt hier. Alter, mit zwei Battle Rats, ne? Es ist halt, ne? Trash-Woche und wir machen da beim Boss irgendeine Kacke. Aber du hast halt nur Melees, ne? Das ist halt teilweise echt ein bisschen Kacke. Warte. Schauen wir mal, ob wir den gleich noch adden werden. Combat? Nee. Ich gehe lieber immer noch hier in Stealth, ne? Ich will nicht der Gimp sein, der addet. Brauchen wir denn noch? Wir brauchen nur 80%. Wir können eigentlich hier den machen. Wir brauchen halt eh noch einen Haufen. Den hat er abgelenkt. Okay, jetzt können wir eigentlich die ganzen Würmer machen. Wo ist denn der Heiler? Wir haben geaddet. Ja gut, wir brauchen wahrscheinlich. Wir haben eh ziemlich viel ausgelassen. Hütet euch. Hütet euch. Doll, wer hat sich wegscheppern lassen? Alter! Ist das so ein Ernst? Jetzt haben sich. Kann man sich denn davon wegscheppern lassen?
Hat halt 400k von dem Hit gefressen, ne? Hat sich halt einfach wegscheppern lassen. Also wenn wir es mit der Gruppe gut runtergespielt hätten. Will jetzt aber nicht die Gammler machen. Naja, er will die Gammler machen, okay. Ja, wir brauchen nur arsch viel Trash. Das ist halt so eine richtige Abfuck-Gruppe. Weiß gar nicht, warum wir noch so viel Trash brauchen. So gut, wir haben jetzt noch einen Wurm, den wir da vorne machen können. Und... ja, ich werde halt jetzt sterben. Ich musste... Alter, 70... Nee. Das ist so eine Abfuck-Gruppe. Die haben einen Battle Red, sie können mich halt retzen. Naja gut, okay, die Mobs sind alle fast down, ne? Alter. Die hätte ich halt am liebsten ausgelassen, ne? Aber. Und halt lieber noch so ein Trash-Mob gemacht, weil die hauen so krass rein, die Viecher. Rogue mit Evasion ist halt ziemlich krass. Gut, was haben wir jetzt noch? Einen Wurm? 95 sind wir. Also ich glaube, da hätte halt eine kleinere Gruppe es auch getan, ne? Weil die Großen bringen tatsächlich relativ viel. Ja, okay, der hat den Wurm geedit. Du hast jetzt hier noch so eine Tusse drin. Was bringt der Wurm? Der bringt 1,5 und die bringen 2 irgendwas. Also wir hätten halt diese große Gruppe mit Sicherheit nicht spielen brauchen. Das war halt einfach jetzt nur unnötig, was wir die gemacht haben. Hütet euch. Bitte lasst sich jetzt keiner mehr wegscheppern. Weil das sind Shepper-Mobs, ne? Also die scheppern ordentlich rein, wenn sie loslegen. Hütet euch. Der geht auch in Shepper-Modus. Hütet euch. So, Shepper-Modus aktiviert. Hütet euch. Okay. Hütet euch. Passt. Dann war halt Ding. Naja, wenn der Boss schnell stirbt, haben wir 2 Minuten für Double Chest, ne? Obwohl wir da teilweise nicht so geil performt haben. Es sind halt, also, es hat kein einziger irgendwas in dem Gruppenchat geschrieben. Schau mal, ob diese Bait-Taktik spielen. Dass alle da vor sich stellen und du den einfach nur reinbaitest. Okay, sie wollen, glaube ich, die Bait-Taktik spielen. Ich habe letztens mit der Gilde schon diese Bait-Taktik gespielt. Anscheinend macht man das jetzt so. Hütet euch. Ja gut. Fuck, ich hab rausgeswitcht gerade. Fuck, ich war gerade nicht im Ding. Jetzt zieh ich den noch einen Ticken raus, dass wir gleich wieder baiten können. Hütet euch. Nehmen wir den wieder einen Ticken weg. Wir müssen bloß auf. Oh fuck, hier ist halt alles mit. What the fuck? Da ist halt nochmal Volcanic. Holy moly! Schau dir das Volcanic an. da war unterm Boss alles voll mit Volcanic. Alter. Hütet euch. Ist halt richtig voll Volcanic. Sagen wir nur 1 Minute für Double. Okay, ich werde irgendwie gar nicht mehr vollgezogen. Ah, fuck, jetzt muss ich halt da durch den... Okay, ich habe das Volcanic aber nicht gefressen, aber habt ihr gesehen, wie viele Vulkane da sind? Warte mal, kann es sein, dass die Vulkane werden auch durch die Mobs getriggert, ne? Jetzt ziehen wir einfach mal nochmal Wall, aus Sicherheit. Wir haben es ja. 11% hat er noch, 34 Sekunden. Tatsächlich.
wir haben tatsächlich mit einer Random-Gruppe 15er Double Chest gemacht. Holy moly. Ich habe auch ein bisschen gefailt und meine und falsches Gear, also nicht da, auch falsches Gear und falsche Trades habe ich vor allem gespielt. Ja gut, Loft. Aber Bonusrollen tun wir hier nicht. Schau, es hat sich doch rentiert, das zu machen. Jetzt habe ich nämlich hier wieder den nächsten 15er. Scheiße. Ja so, ja lief. Also die Gruppe hat wirklich kein einziges Mal, da kam kein Hi, kein gar nichts. Ne? Das sind halt Russen. Die können wahrscheinlich nichts in Ding schreiben. Und die haben immer irgendwelche Marks gestellt oder sowas. Für Ding. Ja, lief, ne? Lief, oder? Eine hat sogar 440er Hände gekriegt. Kriegst du ein bisschen mehr Items. Nicht schlecht. Ja, jetzt sind es dann noch 3 Instanzen, die ich brauche. 3 Instanzen, dann habe ich mein 15er Achievement.